So, bevor ich euch mal so richtig die Meinung hier sage, gucken wir uns erstmal den Angriff hier von Jojo auf die Nummer 22 an. Wir sind ja aktuell hier in dem kleinen Clan, im Clankrieg. Und ja, da könnt ihr euch gleich richtig was anhören. Also Leute, so geht es echt nicht. Das finde ich wirklich nicht so schön. Aber ich denke mal, dies werden erstmal 3 Sterne hier. Schöner CK-Angriff. Und geht das hier vielleicht endlich mal ein bisschen vorwärts. Eieiei. Mann. Ich denke mal, das werden auf jeden Fall 3 Sterne. 4 Zuschauer haben wir hier. Und ich weiß gar nicht, wo diese 4 Zuschauer jetzt herkommen. Aber das werden in jedem Fall 100%. Hat er gut gemacht, der Jo. Und damit haben wir auch unten, glaube ich, jetzt alles zu. Ja, wir haben unten alles zu. Und während ich hier den Kampf von Magnethelm direkt live drin habe, heiße ich euch erstmal herzlich willkommen bei mir dem Thorsten. Alter, es ist zu heiß gewesen heute. Bei mir dem Totoaka Thorsten, meinem Clan True Warriors 2. Ja, wie ich schon gesagt hatte, so geht das natürlich nicht. Das war schwer übertrieben von mir. Ich finde es sehr, sehr gut und möchte mich an dieser Stelle nochmal für die vielen, vielen Kommentare unter meinen Videos bedanken und möchte mich auch dafür bedanken. Vielen herzlichen Dank, es ist nicht an mir vorbeigegangen. 500 Abos, das ist echt super. Also ich bin begeistert, ich bin sprachlos und habe richtig schlau geguckt. Also wenn ich manchmal auf mein Handy gucke und gucke, wer macht gerade was, wer bringt gerade ein Video und sehe, dass immer noch wieder so der ein oder andere abonniert und mir echt schöne Kommentare unterschreibt. Ihr könnt davon ausgehen, ich sehe und ich lese alle Kommentare, die unter meinem Video stehen. Noch hält sich das ja in Grenzen. Und solange wie sich das in Grenzen hält, lese ich jeden und beantworte eigentlich auch nach wie vor die Masse. Also wirklich tolle Sache und auch hier in diesem CK hier auch hier nochmal danke dafür, dass dieser Stamm, der sich hier so ein bisschen gebildet hat, uns hier die Treue hält, denn wir können hier mal in unser Team reingucken. Ihr habt ja bestimmt von dem vorherigen Clankrieg die Bilder gesehen, wo uns ganz, ganz viele Leute verlassen haben und okay, der hat uns hier auch jetzt verlassen, der Mike. Tut mir leid, Mike, aber wer so hoch angreift und dann so uneffektiv Sterne holt, unabgesprochen, also das finde ich nicht in Ordnung. Alle anderen sprechen hier ihre Angriffe hier ab und sprechen auch Taktiken ab. Und seht mal, wie schön das funktioniert hier. Ja, das ist richtig gut, also richtig klasse, muss ich sagen. Und alle sind hier super dabei. Ich hatte eigentlich erst gedacht, wir spielen kein 30er, sondern wir spielen etwas kleinere CKs hier, beziehungsweise nehmen mal nicht ganz so viele mit, wo wir uns unsicher sind oder waren, wer denn eigentlich hier weiterhin mit uns mitspielt. Also ihr dürft das nach wie vor nicht falsch verstehen. Das ist kein Community-Clan hier. Das ist ein ganz normaler Clan. Also der Clan wird nicht übermorgen dicht gemacht. Wir lehren den nicht oder so. Sondern das ist ein ganz normaler Clan. Ganz normaler Clan im Aufbau, so muss man es auch sagen. Und weil ja auch viele aus meiner Community mit drin sind, worüber ich mich auch sehr, sehr freue. Weil da ist man richtig nah dran und findet auch viele Ansprechpartner. Ja, viele neue Freunde. Und auch wenn die Altersunterschiede hier teilweise wirklich krass sind, das ist dann halt so. Das ist so. Und gerade bei Clash of Clans oder auch Clash Royale, da hast du eigentlich alle Altersstufen, die spielen. Und alle verbindet ja so ein bisschen was. Alle haben mehr Erfahrung, weniger Erfahrung, beziehungsweise damit meine ich eigentlich die Lebenserfahrung. Und dennoch denke ich mal, ist das nach wie vor eine ganz große Familie hier und schöner Angriff hier von Hubert. 7-7 also gegenüber. Und diesen CK hier sehe ich schon wesentlich zuversichtlicher als den letzten CK. Der ist halt gnadenlos verloren gewesen. Und aber dieses Mal richtig gut hier. Also es hat mich echt gefreut. Der CK ist ja heute Abend erst gestartet und ich war erst noch unterwegs heute.
lange, habe aber immer mal wieder auf dem Handy raufgeguckt, damit hier so ein bisschen was koordiniert wurde. Aber viele der Mitglieder hier koordinieren sich auch sehr gut selber. Das finde ich auch nochmal richtig klasse, dass hier selbst die Initiative ergriffen wird, selbst wenn auch hier in den Chats gefragt wird, was machen wir, wen können wir angreifen. Und bei vielen hat das hier super hingehauen, sichere 3 Sterne. Ob das jetzt im oberen oder im unteren Bereich sind, wir haben ja noch etliche Angriffe offen hier. Auch wenn hier jetzt mal Angriffe in die Hose gehen. Ja, also der Darkwing Duck, das ist unser 27. Der holt hier keinen Stern. Und die jetzt noch offen sind, nach oben hin, die werden irgendwie versuchen, Stern zu holen, Übungsangriffe machen oder so. Aber das klappt hier. Ich denke mal, das klappt hier schon. Und deswegen wird dieser CK hier viel, viel besser als der letzte. Vielen, vielen Dank, dass ihr erstmal so treu seid hier. Und dementsprechend werde ich hier sicherlich auch immer mal wieder aus diesem Clan hier berichten. Einfach, um euch auf den Laufenden zu halten. Vielleicht hat der eine oder andere ja Lust, hier mit uns ein bisschen zu clashen. Muss gerade so ein bisschen schmunzeln. So hieß eine Folge von mir. Wir clashen mit euch. Das machen wir natürlich auch im großen Clan. Da sah es nicht ganz so gut aus. Das werdet ihr diese Woche noch sehen. Aber ist halt auch nur ein Spiel. Und da werde ich euch mein Leid auch noch klagen. Also der Anfang dieser Folge hier war natürlich nicht so ernst gemeint. Ja, also ich sage euch mal so richtig meine Meinung. Ich kann ja niemandem böse sein hier. Aber schöner Angriff hier von Gamer auf die 25. Schöne Drachenangriffe hier, RH7. Ich hatte ja ganz zu Anfang dieser Reihe auch gesagt, das kommt ja so ein bisschen in meinen Folgen natürlich zu kurz, weil wir in dieser Rathausregion nicht im ersten Clan spielen. Und deswegen bin ich eigentlich froh, dass ich aus dem zweiten Clan hier schöne CK-Angriffe zeigen kann, weil die Rathäuser gehören einfach nach wie vor in solche Clanleben mit dazu. Und wenn die ganz brav und anständig ihre 2 Angriffe machen, wir gucken uns mal diesen an, weil die Base hier hatte ich mir eigentlich für meinen Sohn ausgeguckt, aber den werde ich wohl kicken hier. Der greift nämlich überhaupt nicht an, spielt nicht Clash of Clans, also kann er auch diesen Clan hier ohne Ruhm verlassen. Muss ich hier auch mal vor laufender Kamera sagen, falls er denn das Video sieht, du bist raus. Ja? Und erst wenn wir wissen, dass du ordentlich hier angreifst und ordentlich spielst, kannst du hier wieder mitspielen. Aber der Darkwing macht das hier richtig cool, richtig gekonnt hier. Schön mit den ganz, ganz vielen Magiern hier den Drachen erledigt. Hier ist aus der Clanburg die Hoxen, das ist ja auch cool. Und ja, jetzt hat er natürlich ein leichtes Spiel hier mit den Loons. Ah, die sehen richtig gut aus auf diesem Level hier. Aber habt ihr gerade gesehen, 2 Luftbomben haben für die Loons auch leider gereicht. Ja, also so viel HP haben sie denn doch nicht, aber er hat ja natürlich noch richtig viel in der Base und vor allen Dingen die Hogs werden hier jetzt den Rest der Base eben mal zusammen knüppeln und dann ist das hier schöner Angriff gewesen. Aber wir gehen gleich nochmal hoch in die Region hier. Wir haben natürlich auch im oberen Bereich, glaube ich, schon 1, 2, 3 Angriffe. So lange läuft der CK ja noch nicht. Und da haben wir auch einen alten Bekannten, den kennt ihr. Ah, das war der Humpy. Naja, es gibt ja auch, die muss ich auch mal zeigen. Ja, gerade wenn man jetzt nicht mit allen Helden dabei ist, kann man ja doch irgendetwas reißen. Und wir haben den Humpy hier gebeten, bitte mach den Achter zu hier. Das ist der oberste Achter hier, weil er von den anderen halt nicht geschafft wurde an der Stelle. Oh, da bin ich gerade auf den Pause-Button gekommen, Entschuldigung. Und da habe ich schon gedacht, naja, okay, das wird hier ein cooler Angriff. Mal gucken, was daraus so wird. Und das kann natürlich auch schnell mal Murks werden. Also wir haben hier gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird nichts. Denn er kriegt die Clanburg hier nicht gelockt. Obwohl man sie, glaube ich, von der anderen Seite ganz einfach hätte locken können. Mit einem Hund oder einem Riesen unten. Mit einem Hund, mit einem Schweinereiter, meine ich, entschuldigt. Und kriegt hier die Clanburg leider nicht gelockt. Man hat jetzt schon so ein bisschen Zeitnot, glaube ich, gehabt und hat gedacht, na gut, jetzt Hunde voraus. Natürlich na, ganz viele Luftfallen, hätte er die Angriffe vorher nochmal genau geguckt. Hier kommen nämlich tatsächlich alle Luftfallen auf Luft raus. Und aber irgendwie schaffen es in der Mitte die Lava-Welpen, den Drachen denn einfach hinterher zu fliegen und den Schaden darauf zu machen und auch die
kleinen Skelette hier in der Luft werden von den Welpen gemacht. Also RH9 auf RH8 kann man natürlich auch anders machen, auch wenn man nur einen Helden hat, indem man einfach zwei Lars blitzt und dann hier einfach mit Drachen so eine Base überfliegt. Das geht nämlich noch viel, viel einfacher an der Stelle. Aber schöne 3 Sterne hier. Wunderbar. So. So ist ja immer so eine doofe Floskel und es ist echt die Hölle warm gewesen heute hier, also vor allen Dingen zum Frühabend. Ist es hier nochmal richtig warm geworden. Ja, hier ist unser alter Bekannter. Das ist der Ragnar, Hockes zweiter Account. Und habe ich noch gar nicht gesehen. Den Angriff hier ist relativ früh gemacht worden. Gucken wir mal. Ah, mit seiner typischen Armee. Okay, also auch dieses hier ist eine richtig gute Kombi für Rathaus 9. Und Riesenheiler-Kombi hat den kleinen Vorteil, dass die Riesen hier wirklich ganz behende durch diese Base stampfen hier von Def zu Def, so muss man sagen, denn die nehmen ja erstmal die Defense aufs Korn. Bei Packerwalk hast du unter Umständen das Problem, dass die gehen ja auf jedes Gebäude, auf jede Def in der Nähe, dass die auch mal schnell mal rausrennen können. Und das machen die Riesen hier natürlich nicht, solange wie Def in der Base ist, trotten die hier einfach durch und machen hier eine Defense nach der nächsten. Die Heiler haben jetzt allerdings schon umgeschwenkt auf den King, aber der ist gleich auch wieder voll geheilt. Ich denke mal, dann schwenken die auch auf das nächste Ziel. Das hat man hier jetzt mal richtig schön gesehen, was, ich sag mal, verwundet ist. Jetzt ist natürlich auch wirklich nichts mehr in der Nähe. Jetzt bleiben die Heiler auf der Queen drauf. Und jetzt kann er die Queen auch zünden. Es ist kein Defense-Gebäude mehr, was überhaupt irgendjemand hier wehtun kann. Und dann ist das schon ein schöner 3-Sterne geworden von Ragnar. Von 4 auf 3, also wir brauchen im oberen Bereich auch dringend Sterne, da haben wir schon ein paar Angriffe leider gelassen. Aber ich hoffe, dass unsere Jungs das hier irgendwie kompensieren. Also schönes Ding hier und wenn das auf jeden Fall so weitergeht, dann wird das hier eine ganz knackige, spannende Sache. Der Gegner hat noch nicht ganz so viel gezeigt, liegt wieder, glaube ich, an der doch starken Zeitzonenverschiebung und dann ist das erstmal gewesen hier aus dem CK geht noch 21 Stunden, also ihr seht selber, das Ding hier ist noch gar nicht alt. Und aber hier im Chat geht es echt munter weiter. Und ja, das freut mich einfach. Also nochmal danke, dass ihr hier in dem kleinen Clan uns die Treue geschworen habt. Und auch nochmal danke für die, ich hoffe, jetzt halte ich es nochmal richtig rum rein, für die vielen Abos, die ich reinbekommen habe. Ich bin sprachlos und bleibe aber nicht sprachlos. Wir sehen uns in dieser Woche wieder, wenn der Tote weiterclasht. Bye-bye.